Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roamtrot Robot 2 mit einer kleinen Marktstadt, Landwirtschaft oder Zivil. Machen wir Zivil. Genau, hier, das brauchen wir hier nicht. Wir brauchen Essen. Wir haben 100 Nahrung, da kann man doch mal was ausgeben. Gut, letzte Runde haben wir was gemacht? Genau. Hier wurden wir, wurden zwei Nahkampflegionäre von einer Fernkampflegion, Fernkampfeinheit im Nahkampf besiegt. Also am Schluss kam noch eine zweite Fernkampflegion, Fernkampfeinheit, die in den Rücken von meinen geschossen haben. Aber ja. Im Senat wurden Vögel fliegen gesehen. Wow, das ist das schlimmstmögliche Omen. Die Götter sind wütend. Na, ich mache mal 100 weiße Bullen. Ich habe ja gerade 100 Nahrung oder so. Gut. Kostet ja nichts. Ach, ernsthaft? Warte mal. Ja, eben. Wenn ich Schutzaufstellung mache, dann kann der ja nichts tun, weil ich Katapulte habe. Und der kommt nicht zu meinen Katapulten hier. So. In your face. Gut, dann den da werde ich die nächste Runde angreifen. Genau. Der da muss jetzt eigentlich, also Legion 1 muss eigentlich jetzt nicht mehr zurück. Weil ich kann mit dem nicht Frieden schließen, bevor ich Jerusalem eingenommen habe. Und Jerusalem ist um 70 vor Christus, also noch 17 Runden. So, ich will mal wissen, wie es da aussieht, aber ich habe schon 3-3. Gut, dich habe ich gerade benutzt. Ah, okay, Pergamon. Du hast keine Chance gegen die. Gut, dann werde ich hier mal runtergehen. Und mit dir dann nächste Runde nach oben und schauen, was da so geschieht. Hier muss ich eben Makedonien jetzt mal besiegen. Ah, wir haben hier Legionskaserne. Aber was habe ich jetzt eigentlich letzte Runde? Forschung abgeschlossen. Saatgutauswahl. Saatgut. Hier. Ah, genau, deswegen kann ich die ganzen jetzt hochpimpen. Krass. Das gibt nochmal mehr Futter. Gut, Saatgut. Dann will ich mal ein bisschen den Rammschaden erhöhen, weil das ist so, ja, das ist die Geheimwaffe für Garnisonsflotten gegen Invasionsflotten, also gegen Transporter. Eigentlich kann ich hier das jetzt alles hochpimpen. Mal schauen, ob ich es bereue. Aber ich glaube nicht. Also es wird erstens verdammt teuer. Einerseits vom Geld her, andererseits von der Nahrung. Aber ich will mal alle jetzt hochpimpen. Ich bin mal auch gespannt, wie es dann mit der... Ich pimpe jetzt einfach alles hoch.
wie es dann mit der öffentlichen Ordnung aussieht, weil momentan ist sie ja perfekt, also schon mal hier 90. Weil hier habe ich nicht mal groß Gebäude für öffentliche Ordnung. Okay, in 8 Runden werde ich entweder ein blaues Wunder erleben, beziehungsweise ein krass schlechtes, und dann muss ich mal schauen, wie wir das machen. Oder es geht alles gut. So. Welt der Wunder, Nekropole von Gizeh. Was macht die? Minus Baukosten und plus Wohlstand. Das ist doch schön. Ja, 2,4 Nahrung von Agent gestohlen. Was das du? Bist das du? So, okay. Dann wollen wir mal schauen. Genau, die bekommen aber nichts. Ah, der bekommt was. Ah, das ist. Warte mal. Der hat noch gar nichts. Ich mache aus dem mal ein. Neue Ausschwung. Ja, ein Strategen. Schutz vor Geheimaktionen durch Agenten. Rekrutierung, Rüstung, Forschungsrate, Moral, Geschosse pro Minute. Ich mach mal die Rüstung. Wo war die nochmal? Hier. Und Nahkampfangriff für alle Einheiten mit Schwertern. Das ist bei mir ja sowieso 90% der Einheiten ungefähr. Gut. Warte, du bekommst jetzt aber noch eine Frau. Und zwar eine betrunkene Eva. Es macht mich glücklich. Glücklicher als du jemals könntest, du Drecksiger. Alter. Was ist mit der? Warte. Ich will die Eva. Ja, genau. Ja, das ist sie. Intelligenter Ehemann und er bekommt eine betrunkene Ehefrau. Das ist schon wirklich bitter. Ein bisschen bitter ist das schon. Gut, dann nächste. Das ist ja das. Oh, ich habe die Spionin vor Britannien vergessen. Das ist ja das Problem bei intelligenten Männern. Das ist natürlich gar nicht. Gar nicht übertrieben und gar nicht verallgemeinernd. Das ist in Wahrheit wirklich so. Und alle Männer sind so, die intelligent sind, die sind schlecht im Bett. Habe ich ausprobiert. Just kidding. Gut. Was macht der denn jetzt? Glaubt er wirklich. Was ist das? Hä? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Scheiß. Was machst du da? Ja, cool. Mach's mir halt leichter, dich anzugreifen. Oh je. Oh je, oh je, oh je. So. Warte, ich muss noch einen Strich bei Rom Let's Play machen. Damit ich weiß, wie viele Let's Plays ich schon habe. Weil ich brauche insgesamt für 3 Wochen brauche ich 6 Let's Plays jetzt hier. Was war das jetzt unten? Hä? Hä? Was war das? Der will mir jetzt nicht sagen. Gutes Omen. Er will mir jetzt nicht sagen, ich habe die Stadt seit wie viel Runden? Und da war keine Garnison drin. Und jetzt ist natürlich eine ganze Garnison drin. Weil das ist hier wenigstens eine winzige Garnison ist da drin. Und jetzt kommt da wieder einer.
Versorgung sabotieren, gescheitert natürlich, aber wenigstens. Ja. Da ist jetzt eine Full-Stack-Armee. Das ist jetzt schwer, weil nächste Runde wird das da fallen. Je nachdem, ob ich hier hingehe, wird das da fallen. Oder wenn ich da bleibe, bleibt das da gefallen. Was? So, jetzt gehst du mal hier nach Britannia. Du gehst mal auch hier hoch. Das gefällt mir nicht, was da gerade passiert. Vor allen Dingen, ja, jetzt wird es ja wieder ein bisschen. Jetzt wird's wieder eng. Bei 72 muss das da mir gehören. Aber, genau, nächste Runde übernehme ich Rhodos und dann kann ich mit der Armee Ephesus einnehmen. Mit der könnte ich jetzt eigentlich. Nee, ich lasse sie kommen. Ich lasse sie kommen. So, und dann wird mein General jetzt die da einnehmen. Soll ich das spielen? Ja, komm, das spiele ich. Aber noch nicht jetzt. Ich mache erstmal die Runde fertig. Und, ach komm, jetzt kommt da auch noch einer. Was macht, welche, das ist, glaube ich, Schutzstellung. Dann gehe ich mal hier hoch. Weil Pella kann sich sehr gut selbst verteidigen. Die hat ja eine 9er. Ne, eine 14er, oder? Genau, 14er Garnison. Und auch noch, ja. Und auch noch gute, starke Einheiten. So. Du verfolgst mal den. Wird zwar nichts helfen, aber dadurch wirst du Rang erhöht. Bekommst du einen Rang. So. Und zwar hier den da. Für das andere brauche ich Level 6, glaube ich. Für das Attentat freizuschalten. Um das Attentat freizuschalten. So. Genau, du bleibst da. Du bleibst auch noch da. Wann ist Gallien ist 55 bis 48. Ist auch noch ein paar Runden. So. Was mache ich mit dir? Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Ja, es ist voll besetzt, aber ja, die können nichts. Ich könnte jetzt auch die da schon mal angreifen, aber das. Nee. Oder? Soll ich? Ich weiß nicht. Die sind halt eingebunkert, aber ich habe einen Katapult. Wisst ihr was? Das mache ich. Das spiele ich. Ah, jetzt noch? Das ist jetzt 14. Ja, komm. Da spiele ich und die Belagerung von Makedonien mache ich dann die nächste Runde. Ich könnte. Je nachdem, wo er herkommt, aus welcher Richtung, könnte ich warten, bis er da drin ist, weil dann wird es hier so vollgestopft. Und dann schieße ich einfach mit der Artillerie da rein. Aber erstmal mache ich die Pfeiltürme kaputt. So, und zwar mit brennendem Geschoss.
Giftgeschoss halt ist ein Nahkampfangriff, Verteidigung, Schuss, Reichweite. Ja. So. Ja. Der wird jetzt auf jeden Fall mal den Pfeilturm niederschießen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wo war das denn hin? Die sind nicht ganz so präzise, oder? Wow. Die sind überhaupt nicht präzise. Unser General wird angegriffen. Jetzt ist er durchgekommen. Ah nee, Schwan. Entschuldigung, Entschuldigung. Alter, ist das ein Kuddelmuddel hier? Das ist ja wirklich ein Kuddelmuddel. Die muss jetzt mal hier angreifen. Sehr schön. So. Wieso geht er eigentlich da rein? Die Männer wanken.
Gut, also da bin ich schon mal durchgekommen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Du hast mal den. Der feindliche General ist tot. Das ist schon mal gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das war heftig. Das war heftig. Hui. Aber ich habe gewonnen. Das war am Anfang echt Kuddelmuddel. Warte, 500 verloren. Was? Ich habe fast 100 selbst gekillt. Ja, wahrscheinlich mit denen. Ja, was heißt ja wahrscheinlich? Also bestimmt. Sein General ist, glaube ich, aber nicht gestorben. Der ist nur geflohen. Den habe ich auch. Ja, einer ist gestorben, okay. Da habe ich auch ein bisschen zu krass gepusht. Das stimmt. Kinder bekommen. Genau. Öffentliche Ordnung. Du bekommst. Du bekommst Geheimaktion und wirst auch eine Strategie. So. Super. Und bekommst gleich. Doch nicht. Gut, dann schauen wir uns diese Schlacht das nächste Mal an. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.